Herzlich willkommen zu meinem Silvesterreise-Vlog. Heute zeige ich euch gleich zwei Sachen, nämlich unseren Partykeller in Untenheim, wo ich ab und an jetzt auch mal wieder filmen werde oder beziehungsweise jetzt anfangen werde zu filmen. Und unsere Silvesterfeier in Mainz in dem ganz, ganz neuen Irish Pub im Hauptbahnhof. Was gibt es da noch Gutes zu erzählen? Let's party and lass uns mal 2014 zeigen, wie sehr wir feiern können. Cheerio! So, willkommen in dem kleinen verschlafenen Drecksnest Untenheim. Es ist hier wirklich nichts los. Das ist hier so unser Zugang zu unserem hauseigenen Partykeller. Also keine offizielle Kneipe oder so, sondern nur von ein paar Kumpels und von mir so die eigene Kellerkneipe. So, boah, immer der Linie folgen. Boah, es wird schon laut. Nochmal die dunkle Treppe runter. Hey! Zollkontrolle! Wir haben nichts zu verzollen! Nee? Ja, ich bin jetzt. Moin! Gibt das hier Vlogs oder was? Ah ja, klar, natürlich. Ach, die Scheiße. Gib dich voll Vlog, Alter! Yo, Mann! Yo, Mann! Scheiße! Willkommen im Partykeller! Whisky! Hi. Hier unsere persönliche Barschlampe. Barschlampe! Barschlampe! Und der Barleersäufer. Dankeschön. Und die dritte Schlampe kommt ja nicht. Fahnenflucht! Gar nicht. So. Ich hab ein sauberes Glas. Hä? Ich hab ein sauberes Glas. Nee, so. Glas. Ist mir egal. Das so. Muss so. Auf die letzten Stunden 2013. Die letzten Stunden? Vor den 11. Was? Nix Textiles. Das sind 2 CL, wie wir das letzte Mal reingemacht haben. Das waren bestimmt 6 CL oder 8. Oh ja. Aber wie gesagt, für japanischen Whisky ist der richtig geil. Der wird noch. Da gibt's richtig so schönen Torfigen, wie du ihn magst. Echt? Ja. Muss ich dir zeigen, Mann. Müssen wir nächstes Mal kannst du auch da probieren, komm mal mit. Oh ja, ich hab nach Saulheim Whisky trinken. Aber der ist teurer, der kostet ein bisschen mehr. Ja, ja. Aber der ist wirklich so, als ob du so eine Scholle einfach genommen und... eine Scholle guten Torfboden. Torf! Torf! Ja, das hier ist, das ist irgendwie... Gut. Das ist wie alkoholischer Porno, nur flüssig. Und schon wieder ein Porno. Oh, im Keller. Jetzt der Alkohol? Ja. Nochmal so ein Rundumblick durch die Bar. Amateure nennen das Panorama-Shot. Genau. Das Tolle daran ist, ich brauche hier nachher keine Musik mehr reinschneiden. Gibt zwar Ärger. Ja, aber es gibt Ärger mit der GEMA. Ich sehe es jetzt schon kommen. Mit Barkeeper. Und naja, wenn mit Kundschaft. Und das ist noch Baustelle. Läuft. Kann dann schon gebleckt werden. In der Grundmusik schon. Das ist so, das ist das was. Gebleckt werden kann dann auf jeden Fall. Ob das dann nachher gesperrt wird, ist eine andere Sache. Ja, na egal. So, oh ja, Licht, genau. Das ist so die Ecke mit den leeren Flaschen oder beziehungsweise ein Teil. Der Rest haben wir schon weggeworfen oder versteckt. Da ist unsere Leinwand. Und Futterecke und Tür und alles und bla. Tu was für dein Land, mach gute Laune. Genau, tu was für dein Land, mach gute Laune, deine Bundeswehr. Das kannst du mal aufnehmen. Was? Das Foto. Aufnehmen. Was? Echt? Ja, da drin, häng das doch. Ah, geh mal gucken. Ah, Erdbeben. Bumm. Genau. Tu was für dein Land, mach gute Laune. Nein! Nein, ich war durchgehend wach, aber nicht im Keller.
lecker, lecker Rumtopf. Das hat jetzt ein ganzes Jahr gezogen, das scheiß Ding, ja. Oh je. Ich habe das selber angesetzt. Ja, mit nur Früchten aus dem eigenen Garten. Beziehungsweise aus dem Garten von meinem Vermieter. Quasi dasselbe. Ja, mit 54%igem Überseerum. Kein Pott? Nee, kein Pott. Dafür ist der Pott zu schade. Nee, Pott ist genau dafür gemacht. Quatsch. Muss ja eine Pott. Oh, Pott. Habt ihr ihn schon probiert? Was denn? Nee. Nee, hab ich schon nicht. Hab ich gerade neu geholt. Können länger probieren. Den wolltest du mir letztes Mal schon zum Probieren geben, das scheiß Zeug. Ich trinke jetzt nicht. Ich habe mir schon vorgetankt. Oh. Feigling, Feigling. Versager. Hast du eine Kelle hier unten? Nur nicht sparsam sein. Nein. Warum hast noch du keine nicht. Kelle da? Ja, weil noch die Küche nicht drin ist. Hast du einen Löffel hier unten? Nein, Käsefondue. Nein. Probiert mal. Quatsch. Aber erst ein Whisky, Lehmann, das schmeckt noch nicht gut. Ja, hat er recht. Erst beim Whisky und dann. Ich muss es aber so probieren, weil das dauert das eine halbe Ewigkeit. Der schmeckt kakaomäßig. Kakao? Ja, ich weiß nicht, hat so eine ganz, ganz leichte Schokoladennote. Der geht, wie ich finde, ist der auf diese Ketten, auf diesen Ketten halt abgezielt. So wie der Oakhart, weißt du? Ja, doch, der hat so. Ja. Der geht kein Kakao, aber so. Dieses Gewürz, den geht er rein, ja? Das nee. Gewürz rum. Nee, nee, gar nicht. Ich finde den gar nicht gewürzt. Also ich finde, das schmeckt schon fast wie Baileys. Das ist so eine Butterkakaonote. Siehst du? Er sagt's auch. Aber das geht Richtung Captain und Bacardi. Wie gesagt, also das schmeckt schon fast wie Baileys. Nur nicht so cremig. Willst du noch Baileys dazu haben? Also ich will ein Baby Guinness. Ich habe übrigens gestern versucht, Kanua zu besorgen. Extra für dich, das hat nicht funktioniert. Ja. Ich bin extra nach Gordon gefahren. Oh nö. Baby Guinness. Ach Mann. Nee, der ist aber, wie gesagt, also das schmeckt schon fast wie Baileys. 9 Euro, billiger als Captain. Schmeckt mir auch besser als Captain. Weil da noch eine andere Note dabei ist. Oh nee, du machst jetzt da kein Cola-Ding rein, oder? Logisch. Okay. Das nicht? Mach mal. Kannst du pur trinken, meinetwegen. Ich trinke den lieber pur. Trinken pur? Kannst du mal gegenkosten jetzt. Ja genau, Erik, ich trinke mal aus deinem Glas. Wir teilen uns jetzt einfach mal die gleichen Krankheiten. Ein Lob auf mein Immunsystem. Das ist das einzige, was ich habe. Ja, jetzt schmeckt es wie Captain Cola. So, der Anstich vom Rumtopf. Also ich weiß nicht, wie er geworden ist. Ich habe ihn zu Hause auf dem Kopf. Da ist wenig Flüssigkeit drin. Wieso? Die Früchte sind doch das Gute. Kennst du das nicht? Genau. Zum Früchte der Saison, dann eine falsche Rum. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich immer nur bis zur obersten Kante von den Früchten füllst du auf. Ja, genau. Und du musst immer wieder nach... Und dann Zucker drüber. Genau, richtig. Umrühren, dann passt das. Richtig. Genau, so. Das ist das Erste. Ich muss ja was trotzdem... Das? Oh. Das ist immer Busch. Wahrscheinlich hat eine Gammelfrüchte hier reingehängt. Und mal gucken, ob wir es trinken. Ja, ich muss es ja auch trinken. Wir sind hier im Keller. Was erwartest du eigentlich? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, der Rumtopf hat sich sehr stark rot gefärbt, ja. Also ich habe den Verdacht, ich habe nur rote Früchte reingemacht. Wir stellen uns vor, es ist warm und heißt Glühwein. Erdbeeren, rote Johannisbeeren, Kirschen. Da, wo du sie sehen kannst. Ja, stimmt. Ich habe echt fast eine rote Früchte reingemacht. Sonst gibt's halt fast nichts. Und Brombeeren. Nee, macht ja keine. Brombeeren und Himbeeren habe ich noch reingemacht. Wer macht denn Birne in den Rumtopf rein? Birne kannst du recht gut reinmachen, ja. Birne geht schon ganz gut. Ja, Apfel auch. Keinen, hab ich nie gesehen. Kannst auch Banane reinmachen. Klasse. Das ist ja definitiv deutsches Gewächs. Ein deutsches Gewächs. Lass euch mal. Wie wird das? Warum ist die Banane krumm? Erik, halt die Fresse und probier. Reicht ein Bier für nach Mainz? Kommt drauf an, wie wir es uns einteilen. Ich brauche kein Bier für nach Mainz. Ich trinke Mainz anständig. Warum soll ich probieren? Was soll denn das eigentlich? Bloß weil ich Alkoholiker in der Truppe. Richtig, bin. Genau. Dankeschön. Richtig. Deine Leber verträgt mehr. Ja, erzähl. Ist sie süffig? Nicht zu süß? Wirklich? Ja. Ist ein Traum. Mir fehlen ein paar Früchte in meinem Glas, aber boah, okay. Läuft der. Da kann man... Ja, sag mal. Läuft? Läuft. Ja, was sagst du? Im Abgang her, aber ich glaube, es kommt vom Whisky, doch. Moment, warte.
Also weit ist er nicht im Abgang. Süß ist er nicht, nö, auch nicht hart im Abgang, das heißt, er ist sehr süffig, ne? Die geht wie Wasser. Quasi. Ja, fast wie Wasser, ja. Boah. Ja, das ist richtig gut. An dieser Stelle ganz, ganz viele Grüße an Anne von Flauschen, ja. Wir können auch Test-Trink-Vlogs machen. War das so ein Schrott, ja, klar. Nach dem Motto, ich will eine Zusammenarbeit auf YouTube haben, oder wie war das? Nee. Anne macht so Hexenküchen-Vlogs, da probiert sie ganz komische Getränke und Esssachen und Co. Ja, und ich denke, jetzt mit selbstgebrautem Zeug machen wir da ganz gute Konkurrenz. Ja. Boah, ja, aber der Weg dauert lange mit dem Bus. Richtig. So. 40 Minuten. Was war das denn für eine Frucht eigentlich? Pflaume. Habe ich einen Pflaumen her? Ach so, stimmt, ja. Stimmt. Wo kommt denn die Pflaumen her? Ja, stimmt. Ja, ja. Ich muss mich immer daran erinnern, was ich reingekippt habe, weil mein Vermieter hat mir das teilweise sogar vor die Tür gestellt, wenn er zu viel gemacht hat. Was riecht denn die Früchte? Das ist geil. Boah, Alter. Ja, so geil. Mhm. Ich kann mal eingreifen. Jetzt weiß ich, warum das Zeug so süffig ist, weil der ganze Rumgeschmack in den Früchten jetzt drin ist. Deswegen, die Früchte sind das Beste an der ganzen Geschichte. Genau, ja. Ich habe anders den Geschmack irgendwie im Kopf. Oh. Ja, die ballern. Oh. Ich schmecke nicht mehr nach, ja. Ich schmecke einfach nur noch mal rum. Ja, genau. So kennst du aber nicht so, das ist wie Diffusion und Osmose, ja, dieser Austausch. Probieren wir mal eine Erdbeere. Genau. Gerade die sind ganz schlimm. Ja, Erdbeeren, super. Pflaume geht ja noch. Ist das Farbe schon, dass sie ganz weich geworden sind? Ja, doch, so am Ende kommt der rum ein bisschen raus. Aber wirklich, viel ist also bei der Erdbeeren bei der nicht gewesen. Bei der Pflaume ist es echt schlimm. Also bei der Pflaume ist es echt hart. Hast du eine Pflaume drin? Sieht nicht so aus. Na, warte, dann gebe ich dir eine von meinen. Dachte, wir teilen. Das könnte Pflaume sein. Da sind sogar zwei Blaubeeren mit drin. Ja, dann. Mit der Blaubeere. Mit Blaubeere. Ja. Hart. Du musst noch ein bisschen üben auf hier. Mal geht es besser. Was denn? Beim Rumtopf? Normal müssen die Früchte. Ich hätte vielleicht mehr Zucker reinkippen können, ja. Das könnte sein. Ja, das ist vielleicht. Weil normal schmecken die Früchte eigentlich relativ kräftig. Also Zucker hier unten. Hatte mal. Scheiße. Oder? Guck mal, ob du Zucker hier hast, dann kipp's rein und wenn wir nachher wieder in den Keller kommen, dann trinken wir weiter. Okay. Ja, gib's mir bitte mal ein Tuch. Ach Quatsch, leck's ab! Und zwar erotisch. Oh. Erotisch, oh. Aber du hast recht, bei der Pflaume schmeckt das wirklich sehr extrem raus. Ja, die Pflaume ist hart. Also, die Pflaume macht dich zur Pflaume. Schlechter Wortwitz. Du musst bedenken, wir trinken jetzt pur Rum eigentlich, ne? Ja, pur Rum mit Fruchtgeschmack. Also, beziehungsweise. Quasi Eistee oder wie? Mit genau, Eisrumtee. Ich würde euch nicht verunsichern, aber wir müssen langsam leer machen, ne? Scheiße. Ja, nee. Na gut. Bis zum Bus. Tja, also, wir sind hier ganz, ganz große Vorbilder. Ja, also wir fahren saufen, ja, und fahren sogar mit den Öfis, weil wir kein Fahrzeug mehr danach bewegen wollen. Und davor eigentlich auch nicht. Nein, können. Nicht wollen. Ja, können auch nicht. Erik, was gibt's? Viel zu viel, um es vorzulesen. Gibt's gute Sachen? Ja, so ein bisschen. Gut. Was? Ich bin der. Also wir sind jetzt im Irish Pub angekommen. Wir haben jetzt schon das erste Bier hier stehen. Also leider das erste Bier. Ja, was habt ihr? Leider Odin Schmucke. Oh Gott, Alter. Wir sind im Irish Pub. Ja, hier, Traditionsessen. Newcastle Ale. So muss das sein. Ja. Der Erik studiert noch. Da hinten irgendwo bauen sie gerade halt echt richtig heftig fett Buffet auf. Das müsste ich ja eigentlich für die Jan fotografieren. Apple Boy. Im schönsten Hessisch geschrieben. Kann ja gar nicht sein. Hast du mal die Übersetzung gelesen vom Essen? Vom Deutsch auf Englisch? Was? Essen? Ja, vom Essen. Das, was da unten steht. Also auf Deutsch heißt das ja Spundekäse, ja? Da steht die schottisch-englische Übersetzung, steht drunter Spundecheese. Spundecheese? Spundecheese. Ja, Spundecheese. Ja, lies mal. Irgendwo gibt's Gerichte, steht Spundecheese.
Geile auf der Seite. Gibt's so Getränke. So, jetzt? Maske! Maske! Oh, Maske! Ja, dass Jörg ein schwuler Hund ist, das sind mittlerweile alle. So, was machen wir jetzt hier draußen, außer dass Erik am Rauchen ist? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ihr wolltet das Feuerwerk sehen. Ja, gebt mir das Essen und alle. 5 vor Mitternacht. Das zum Thema darf in der Innenstadt nichts hin. Jacke runtergefallen. War beim Schnellweg aufs Dach gerappelt. Warum werde ich die ganze Zeit mit der Kamera angestrahlt? Was soll denn der Müll? Weil du den meisten Scheiß fabrizierst. Ach so, ja, weil du fabrizierst schon noch keinen Scheiß. Das kommt noch. Hebt ihr das doch bitte auf dafür, wenn ich dann irgendwann mal dabei bin? Ja, das Problem ist, dann halte ich meistens die Kamera nicht drauf. Deswegen mache ich das jetzt präventiv immer. Also präventiv immer, wenn ich sowieso nichts tun werde. Richtig. Super, danke. Dann können wir im Schnellweg aufs Dach krabbeln. NSA lässt grüßen. Ne? Genau. Danke. Neuer Sponsor. Also, es sind hier alles Männer, die irgendwie... Kann man was sehen? Ja, genau, da hinten macht es Bumm. Also, ich will noch bemerken, wir haben immer noch 5 Minuten vor Mitternacht. Das sind die ersten Männer, die zu früh kommen. Hey Jörg, wenn ich die ganze Zeit die Kamera in die Fresse gehalten bekomme, dann kannst du auch mal ein paar Minuten haben. Du willst doch auch mal berühmt werden hier. Ich bin jetzt berühmt. Genau. Genau. Das ist Jörg, der Besitzer des Kellers. Ja, das bin ich. Sau. Genau. Das ist Erik. Erik kann nix. Atmen. Manchmal kann er saufen. Gut atmen. Ich versuche gerade das Feuerwerk einzufangen, aber es geht nicht. Zu doof dafür. Zu viele Scheißhochhäuser. Erik kann rauchen. Es leuchtet überall. Ja, jetzt gerade, wo ich die Kamera anschmeiße, wieder nicht. Das ist der Hammer. Aber auf mich hältst du präventiv. Ja, weil ich woanders nicht treffe. Dankeschön. Das ist wie 45 im Schützengraben. Seid nur noch 45. Yay! Also, wir gehen jetzt gerade über die Mainzer Zugbrücke. Ah, herrlich! Erik, sag mal was. Hallo. Erklär mal, was wir jetzt hier machen. Also wir sind jetzt gerade im Moment auf der Rückfahrt aus der Goldenen Harfe. Wir flüchten in den... Wir sind desertiert. Gehen wir auf den Zug, weil unser Plan war, erst um 3 Uhr zu fahren. Jetzt ist es... Aber das Bier schadet, die Musik ist schlecht. Wir können das schlecht, weil die Musik auch nicht. Ziemlich schlecht. Ja, je nachdem, wer gerade da gesungen hat, muss man jetzt ganz ehrlich zugeben. Ja. Also sind wir jetzt gerade auf Fahnenflucht in Richtung Partykeller, wo es noch Rumtopf gibt, unseres geliebten Bades. Oh ja. Rumtopf und dann Dinner for One und Dinner for Brot. Zuerst Dinner for Brot, bitte. Oh ja, genau. Das kriege ich vielleicht dann sogar noch mit, bevor ich den Abschluss kriege. Ansonsten gucken wir, was der Abend noch so bringt. Ne? Genau, also so ein bisschen Mainzer, ich wollte jetzt sagen Skyline, aber Beleuchtung. Skyline von Mainz, ist klar. Skyline von Mainz. Wie geht die Party ab? Ja, meine Kollegen sind fleißig unterwegs, sowohl im weißen Auto als auch im roten. Alle raus. Ja. Hoffen mal, dass wir unterwegs nichts mehr finden.